ist echt der Wahnsinn. Ach, sie kommen nochmal. Oh, der war gut, Obelix. Der war super. Geiler Move. Und noch zwei, komm. Oder am besten noch drei. So, was war das? Sprunggriff Schlag? Sprung hier so einfach? Ach, egal. Einfach drauf. Ich muss mir die echt nochmal anschauen vor jeder Aufnahme. Glaube ich. Wisst ihr, was mir auch noch so viel Spaß an dem Spiel macht? Es laggt nicht beim Aufnehmen. Es läuft bei der Aufnahme konstant mit 60 FPS. Also meistens. Das habe ich sonst bei fast keinem Spiel. Eigentlich bei keinem, wenn ich mir recht überlege. Bei COD liegt's großteils an der Grafikkarte bzw. teilweise am Prozessor. Bei Battlefield wird es an der Grafikkarte liegen. Und bei Minecraft liegt es einfach an der tollen Java-Programmierung beim RAM-Speicher. Aber ich bin schon dabei. Ich werde mir bald einen neuen PC holen. Kann ich euch versprechen. Da wird auch mal endlich alles flüssig laufen. Hoffentlich. Wenn nicht, wäre das viel Geld für den Arsch. Muss man mal so deutlich sagen. Oh, hier sind noch Kisten gewesen. Achso, ich dachte gerade, die Vase wäre hier so ein Händler. Händler und Vasen sehen ja auch so gleich aus. Auf jeden Fall die Vasen von Vasa. Aha! Ah, Flachwitz. Juhu. Du bist noch ganz? Das ist wirklich beeindruckend. Dieser große Raum ist eine Kampftrainingshalle. Und da hinten stehen schon die Römer. Ich kann die Tür erst öffnen, wenn alle Römer verschwunden sind. Viel Glück. Hier werden wir drauf gehen. Bin ich auf jeden Fall meistens. Okay, hier ist großteils Essen drin. Was ich brauchen werde, fällt mir gerade so auf. Okay, wir müssen als erstes mal den Schützen hier platt machen. Ach, der Keulenschwinger, der nervt mich. Okay, Schütze ist weg. Schütze am Boden. Bam. Bam. Wer lässt denn dann mal drei fallen? Bam, Matsch und Tschüss. Matsch. So, jetzt noch die Helmchen und mal schauen, was es hier draußen so gibt. Ach, ein Schild. Gut, dass wir das jetzt sehen. Ne, echt gut, dass wir es jetzt sehen. Jetzt haben wir wieder volles Schild und so. War gar nicht mal so schlecht. War natürlich alles im Voraus geplant. So wie durchschnittlich jede Aktion von mir, auf jeden Fall jede zehnte, aber mindestens. Da hinten haben wir noch eine Kiste mit Essen. Essen mal drei wäre auch nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch! Das war ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Juhu! Na komm mal her. 20? Nicht gleich so wenig. Und das war's mit dem Schild. Wenn uns das Schild jetzt den Arsch rettet. Oh, ist das der Raum? Wo die. Es ist natürlich der Raum, wo die ganzen Viecher kommen. Von da. So, wie war die andere Combo? Oh oh. Keine Zeit, um über Kombos nachzudenken. Na komm.
So, und zu jedem Pokémon natürlich noch ein Pokémon-Trainer. Wo ist er? So, ich habe übrigens keinen einzigen Pokémon-Teil gespielt. Wollte ich nur mal so anmerken. Ja, ich weiß, Schande über mich. Ist einfach nicht meine Spielwelt praktisch. Ich weiß nicht, ich stehe da auf so Zeug irgendwie nicht so drauf. Und ich hätte übrigens noch zwei ältere Spiele, die ich sehr, sehr gern mal let's playen würde, beziehungsweise sogar drei. Von den drei Spielen, das ist eine Serie, die kennt jeder. Da sind eigentlich nur die ersten drei gut, meiner Meinung nach. Und ja, ich... Hallo, ich würde es gerne schieben. Kann ich das schieben oder muss das Obelix machen? Und ich weiß nicht, wie das mit der Lizenz von der Serie ist, ob ich das einfach so let's playen kann. Es wäre gut, weil da hätte ich Lust drauf. Naja, müssen wir mal gucken. Vor allem der erste Teil reizt mich sehr. Den habe ich nämlich noch überhaupt nicht gespielt. Aber ich werde euch natürlich nicht verraten, was es ist, bis es feststeht, dass ich es let's playe oder eben nicht. Darauf bin ich übrigens gekommen, weil mir diese Sprungpassage hier an einen Teil des Endkampfes aus dem zweiten Teil davon erinnert. Das ist auch ein Spiel mit Jump-Einheiten, von dem ich rede. Ihr kennt es, also das Spiel vielleicht nicht alle, aber auf jeden Fall zu was das Spiel gemacht ist, das kennt ihr alle. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren raten, wenn ihr da, mein Gott, wenn ihr dazu Lust habt. Wenn nicht, dann lasst es einfach. Ist mir doch egal. Nein! Nicht ernsthaft, oder? Leck mich doch am Sack. Gut, war auch ein scheiß Blickwinkel. Sagen wir es so, war ein scheiß Blickwinkel. So, Otterle. Haben wir hier noch was? Nee. Da auch nicht, nö. Matsch. Sogar noch mit brennender Fackel geschafft. Wunderschön. Oh nein. Es war so klar. Ich hasse diese Stelle. Ah Gott. Chillmusik. Ja, nerv mich nicht. Müssen wir jetzt zum Glück nicht nochmal machen, alles. Das finde ich ein bisschen doof, teilweise, dass hier alle Gegner nochmal kommen, aber man sie nicht neu machen muss. Gut, das hätte das Spiel dann nochmal um einiges schwerer gemacht, halt. So wie es halt früher war, wirklich, wenn du gestorben bist, entweder musstest du komplett von vorne anfangen. Oder du musstest halt wirklich alles neu machen. Gut, das ist jetzt auch bei COD so, dass du alles neu machen musst. Nein! Bah! Das könnte etwas dauern. Aber früher war das halt so wirklich mit den Permadeath-Spielen da. So. Death-Spielen, ja. Super Aussprache. Permadeath-Spielen. Dass man dann wirklich, wenn man gestorben ist, war man auch wirklich tot und hat alles verloren teilweise. Auch bei Mario war es ja früher in den Anfangsteilen so. Du hast gespielt, hattest dann halt eine bestimmte Anzahl an Leben, konntest auch wieder welche dazu gewinnen. Allerdings musstest du dann, wenn du alle verloren hast, musst du wirklich komplett von vorne anfangen.
So, da sollten wir vielleicht gleich mit einer Combo reingehen. Wenn er vielleicht springen würde, ma. Ich weiß nicht, ich kann den Teil nicht, ich kann ihn nicht. Vor allem mit Obelix nicht. Aber egal. Man kann nicht leicht über die drüber springen, aber nicht auf so einem engen Pfad da, wenn da noch Lava direkt daneben ist. Wer tut in den Tempel Lava rein? Vor allem, wie kann hier 2 Meter neben das Wasser überhaupt existieren? Nur mal so als generelle so Realismusfrage so in der Art. So, nur mal so Rekapitulation, Sprunggriff, Schlag. Jawohl. Geht doch. So, bitte speichert, Druid, ich will das nicht nochmal machen. Nö, aber ein schön langer, unauffälliger Gang of Doom. Oh, Hallöle. Oh, hier kann ich mich auch dran nennen. Hier gibt's irgendwo eine Lorbeere. Was eigentlich nicht sehr selten ist, nachdem das ein Spiel ist, das in Rom irgendwo spielt. Und ja, Asterix und Obelix so, Lorbeeren. Da gibt's überall welche hier in dem Spiel. Auch der, die Teile, da kann man, da muss man glaube ich wirklich drüber springen, da kommt man nicht so, obwohl kommt man da so drauf. Ach, man muss das mit Feuer in der Hand machen. Ma. Oh ja, ich kann mich da noch an Sachen erinnern hier. Und war das hier oder war das irgendwo anders? Ich glaube, es war hier. Oder lasst mich überlegen. Kann ich das hier sehen? Ja, es war hier. Wunderschöne Statue. Wunderschöne Statuen. So, erstmal die Leute beseitigen. Dann die Kanister holen. Also, Kanister, genau. Kisten. Fast dasselbe. Scheiß mal da drauf. Wo seht ihr den Profi? Seht ihr ihn? Ich nicht, zeigt ihn mir mal. Und jetzt kommen Römer. Beziehungsweise jetzt noch nicht, aber ich glaube jetzt, sobald ich das schiebe. Hä? Nö. Glaube ich nicht. Ja, genau, verzieh dich. Smash. So. Nächster. Bitte lass hier ein Feuer abstellen. Gedingse sein. Nein, ist natürlich nicht da. Deswegen müssen wir zuerst darüber die Brücke aktivieren. Ja, wie gesagt. Alte Spiele nicht so hundertprozentig linear. Oh, da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Jetzt habe ich nicht gesehen, aber trotzdem gekriegt.